Bananenschalen rauchen. Geht dies? Ja, theoretisch kann man natürlich Bananenschalen rauchen, aber dem Gerücht nach soll es auch eine berauschende Wirkung entfalten. In Ulrich Plenzdorfs DDR-Roman Die neuen Leiden des jungen W. raucht der Protagonist auch Bananenschale. In der Theorie kann dies ja funktionieren, in der Praxis hat dies leider keine psychoaktiven Effekte. Auch wenn Hippies das Gerücht verbreiteten, dass Bananenschalen Bananadin enthält. Dieser Stoff soll angeblich laut den Hippies psychoaktiv wirken. In dem Anarchist Cookbook von 1970 von William Powell wird erwähnt, dass es unglaublich, aber wahr ist. Man kann mit Bananen angeblich einen Rausch erhalten und das klappt nämlich mit den Schalen, weil eine geringe Menge an Musa Sapientum Bananadin in diesen Bananenschalen enthalten sein soll. Ja, und der große Vorteil ist, es soll legal sein. Man nimmt 15 Pfund reife Bananen, schält diese, isst die Früchte. Mit einem scharfen Messer kratzt man dann das Schaleninnere ab, packt das alles in einen großen Topf mit Wasser, lässt das 4 Stunden durchkochen, bis man eine breiförmige Masse da drin hat. Diese streicht man dann auf ein Backblech und lässt sie dort 20 bis 30 Minuten lang trocknen. Ja, was man dann erhält, ist ungefähr 1 Pfund schwarzes Bananadinpulver, von dem man dann 3 bis 4 Zigaretten rauchen sollte, bis die Wirkung einsetzt. Ob der Autor dieses Buches auf den Scherz der Hippies drauf reingefallen ist oder er selber weitere Lügen oder Gerüchte verbreiten wollte, ist mir leider nicht bekannt. Fakt ist aber, dass Hippies 1967 das Gerücht in San Francisco verbreitet haben. Das Gerücht basiert vermutlich darauf, dass sich in den Bananenschalen Tryptophan befindet, was der Körper in Serotonin umwandeln kann. Und Serotonin ist ja bekanntlich das Glückshormon, das auch bei Ecstasy ausgeschüttet wird. Dennoch bedeutet es nicht, dass, wenn man Serotonin über den Magen aufnimmt oder Tryptophan, das in Serotonin umgewandelt werden kann, dass dies auch direkt geschieht und das Gehirn mit Serotonin geflutet wird. Demnach ist das Rauchen von Bananenschalen oder ein Überfressen mit Bananen kein Weg, um high zu werden. Willst du mehr über Drogen erfahren? Dann abonniere diesen Kanal.